Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen. Ja, Frau Aulep, das ist natürlich ein schöner Anreiz, gelobt zu werden. Und wenn Sie dann sagen, ich soll jetzt nur nicht den gleichen Fehler machen. Ich glaube, so wird es nicht gehen. Ich will zunächst mal sagen, vieles von dem, was Frau Aulep gesagt hat, was Frau Dogan gesagt hat, finde ich ja im Prinzip richtig. Ich finde es auch unmöglich, diese Aktuelle Stunde, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ich würde mich jetzt zunächst mal gerne mit dem Kontext dieser ganzen Angelegenheit noch einmal auseinandersetzen, weil das ist nämlich die politische Rechtsentwicklung in unserem Land und den Umgang damit. Ich meine, was wir heute hier mit dieser Aktuellen Stunde erleben, ist ein Lehrstück. Ist ein Lehrstück für erstens eine missglückte Politik und zweitens aber auch für eine Demokratiedemontage. Und das in zweierlei Hinsicht. Erstens, ich würde gerne auch hier im Parlament noch einmal nachfragen, ob mir irgendjemand tatsächlich und nachvollziehbar erläutern kann, wie es einer rechtspopulistischen Gruppe, in Klammer drei ältere Herren, gelingen kann, den Vorstand der bremischen Bürgerschaft auszuhebeln und per Präsidentenbeschluss einen drei Jahre alten Vorgang als Aktuelle Stunde durchzusetzen. Das würde ich mal gerne wissen, wie sowas funktioniert. Ich meine, ich bin jetzt 9 Jahre im Parlament. Natürlich kenne ich auch solche Situationen, wo man versucht, schnell noch was fertig zu und so weiter. Ja, ja. Aber wissen Sie, 3 Jahre, wenn man es einmal nimmt, oder 5 Monate, es sind ja so 2 Fälle, die hier rumgegeistert sind in diesen kurzen Sätzen. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Und ich hätte jetzt mal gerne auch die Fraktionsvorsitzenden gefragt, also Herr Schöpe, Frau Schäfer und auch Herr Röwekamp, wie kann sowas eigentlich passieren? Das ist mir unverständlich. Die habe ich schon gefragt. Die habe ich nicht aufgezählt, weil ich die natürlich zuerst gefragt habe. Ist doch kein... Ja. Okay, so. Ich will noch mal sagen, ich finde, das Instrument der Aktuellen Stunde hat sich über die Jahre parlamentarisch und demokratietechnisch bewährt. Aktuelle Stunden sind gerade auch deshalb für Bürger und Bürgerinnen, aber auch für die Medien so interessant und auch ein bisschen spannend, weil sie eben aktuell sind. Und weil man nicht den großen Antragstext vorne weg hat, sondern es wird ein aktuelles Geschehen ist in den Blickpunkt genommen, wo meistens von der Opposition gesagt wird, darüber müssen wir diskutieren. Von daher, ich halte das für ein wichtiges parlamentarisches Instrument. Und wenn man das so missbrauchen lässt, so wie das jetzt meiner Meinung nach hier passiert ist, dann finde ich, ist Gefahr im Verzuge. Und wir sollten da ganz, ganz deutlich auch als Parlament sagen, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir unsere eigenen Regeln einhalten und nicht, dass irgendwie drei Alpha-Männer uns da zwingen, da irgendwelche Kapriolen zu machen. Ich finde, das geht nicht. So, und jetzt kommt noch mal der zweite Punkt, wo ich leider sagen muss, ja, den finde ich persönlich, auch als Mitglied des Rechtsausschusses, besonders bitter, weil ich sehe das so, wenn Alpha fragt, versagt die Bremer Justiz, dann würde ich nicht sagen, naja, die Bremer Justiz versagt, aber ich kann ehrlicherweise eigentlich nur antworten und sagen, ja, die Bremer Justiz beginnt Schaden zu nehmen. Weil das, was wir im Rechtsausschuss gehört haben, was in den Zeitungen gestanden hat und was durchaus auch Frau Aulep auch immer wieder als Vorsitzende im Rechtsausschuss, was wir da thematisiert haben, ist einfach, es gibt Kürzungen im Bereich der Richter und Richterinnen, es gibt Kürzungen im Bereich des Mittelbaus, was uns fehlt. Und das liegt, das wurde schon mal deutlich auch an anderer Stelle gesagt, das liegt nicht an den Arbeitsleistungen der Richter und Richterinnen. Die sind völlig in Ordnung, die tun verantwortlich ihren Job machen. Aber man muss einfach feststellen, es sind einfach zu wenig Richter und Richterinnen da, um die Altfälle zu bearbeiten, um die Verfahren in einer angemessenen Zeit zu bearbeiten und auch gleichzeitig, sage ich mal, ja auch den Bürger und die Bürgerin noch angemessen vor Bericht
vor Gericht zu behandeln. Dafür sind einfach zu wenige da. Und da finde ich, da kann man jetzt wieder fragen, ja, ja, und da, Herr Stauch sagt dann immer, ja, man muss umschieben und ja. Na klar, Sie haben jetzt eine ganze Zeit umgeschoben und ich sag mal, langsam wird es empty. Also weil auch ihr im Rechtsausschuss deutlich besprochen haben, man kann eigentlich nicht ausschließen, wenn jetzt plötzlich wieder ein großes Verfahren dazwischen kommt, dass man dann wieder vor der Situation entsteht, dass man immer nur Strafsache um Strafsache um Strafsache bearbeiten muss, nur damit die Fristen eingehalten werden und es nicht wieder passiert, dass Untersuchungshäftlinge zu Recht auf freien Fuß kämen. Aber das kann man doch als Justiz, als Justizsenator, als Zuständige für Justiz nicht zulassen. Meiner Meinung nach, das muss sich ändern. Ich will mal so sagen, was wir ja erleben, wenn ich heute darüber rede und das Gebiet Rechtsausschuss im Grunde genommen im Fokus steht, dann ist das ja ein bisschen zufällig, also weil wir diskutieren hier ja die ganze Zeit und müssen eigentlich feststellen, ja, es sind zu wenig Richter und Richterinnen da, es sind aber auch zu wenig Krankenschwester und Krankenpfleger da, es sind zu wenig Polizisten und Polizistinnen da, es sind einfach zu wenig. Man hat immer nach wie vor den Eindruck sozusagen, diese Koalition bleibt unbeirrt bei ihrem Kurs, das steht ja frei, aber das muss man doch mal deutlich sagen, sie setzen den Kurs sozusagen des neoliberalen Sparzwangs um jeden Preis permanent fort. Doch, sie tun das. Sie tun das permanent an jeder Stelle. Und weil das so ist, dann fehlen ihm immer wieder, und ich sage mal, das Versagen der öffentlichen Daseinsvorsorge wegen genereller Unterfinanzierung und Personalmangel, wie wir es jetzt bei Richtern sehen, wie wir es an anderer Stelle sehen, das ist im Grunde genommen Futter für die Rechtspopulisten. Das ist das Futter, was sie brauchen. Das sind die Zustände, auf denen sie dann rumtrampeln können und für ihre Ideologie missbrauchen dürfen. Und ich finde, das dürfen wir einfach nicht zulassen. Und in diesem konkreten Fall will ich auch nochmal sagen, klar, da muss jetzt was akut getan werden. Herr Stauch, da hilft jetzt kein Verschieben und Umorganisieren mehr. Ich möchte Sie auffordern, setzen Sie sich mit dem Richterbund zusammen, da gibt es ganz gute Vorschläge. Sie müssen jetzt endlich mehr Richterinnen und Richterinnen für Bremen gewinnen, sonst ist die Justiz in Bremen tatsächlich in Gefahr. Und das, glaube ich, will keiner von uns. Danke sehr.